Hi, das wird mein erstes Style and Talk Video. Ich habe euch bei einem Insta Live gefragt, welche Themen euch interessieren und ihr hattet vor allem angesprochen, das erste Mal alleine wohnen oder an sich das Thema alleine wohnen, Studium und Beruf, Hobbys, was war's noch? Ich habe es mir aufgeschrieben, Auslandssemester. Ich werde versuchen, so viel wie möglich anzuschneiden, aber ich bin eine richtige Labertante, deswegen werde ich versuchen, mich kurz zu halten. Aber ich weiß jetzt schon, dass das Video wahrscheinlich eine Stunde lang ist. Auf jeden Fall wird der Look heute so in diesem Indian Summer Vibe sein, so ganz natürlich glowy Haut und eine schöne dunkle Lippe, was eben richtig gut zu der Jahreszeit jetzt passt. Und das Video entsteht in Kooperation mit Flaconi. Deswegen vielen, vielen Dank. Und ich freue mich schon mega. Ich konnte die Produkte jetzt schon die letzten Wochen ausprobieren. Und da sind einige Schätze dabei. Und ich habe auf euer Feedback gehört. Deswegen wird es diesmal einen richtig guten Mischmasch geben zwischen Drogeriesachen und eher High-End. Ich beginne mit einem Primer sozusagen. Beziehungsweise ist das ein Brightening CC Serum in der Farbe Sunny Flash. Das ist von By Terry, ein Produkt, das habe ich bei Lydia Millen gesehen. Die benutzt das immer, um ihr Gesicht so ein bisschen aufzuwärmen. Ich habe nämlich auch das Problem, dass mein Gesicht und mein Hals wesentlich dunkler ist als der Rest meines Körpers. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und ich fand die Idee ganz gut, dass man das drunter gibt, so eine ganz leichte Schicht an Farbe, einfach um das Ganze so ein bisschen aufzuwärmen. Und das gebe ich mir jetzt hier entlang. Das ist ganz, ganz dünn, riecht so ein bisschen nach Rose. Ich denke, da werden auch sicher die Wirkstoffe drin sein von diesem Bombe de Rose von der Serie von By Terry, die ich richtig mag. Kommen wir zur Foundation. Da benutze ich eine Cushion Foundation. Ich liebe sie. Das hier ist von Lancôme, die Miracle Cushion Foundation in der Farbe 04 Beige Miel. Die wollte ich schon so lange ausprobieren, aber es gab am Anfang diese Farbe nicht und es gab nur so rötliche Farben. Und diese hier ist richtig schön gelbstichig. Ich trage die auch auf mit dem Schwämmchen und versuche das so ein bisschen zu verteilen, dass wirklich ich nur eine ganz, ganz dünne Schicht auftrage, weil ich möchte nur minimale Deckkraft. Und die gibt mir so eine leichte Deckkraft. Und solange ich das hier eintupfe, fange ich mal an zu erzählen, sonst fangen wir nie an. Vielleicht so zu meinem Werdegang, weil dadurch, was ich beruflich gemacht habe oder studiert habe, bin ich dann auch zum Alleinewohnen gekommen. Also bei mir war das so, ich bin ausgezogen von zu Hause und bin in einem Wohnheim gelandet. Dann in einer WG. Dann habe ich nochmal einen kurzen Abstecher nach Hamburg gemacht, da aber auch nicht alleine gewohnt. Und dann war ich quasi fertig mit dem Studium und habe eine Stelle bekommen in Berlin. Ich glaube, damals war es entweder München oder Berlin, glaube ich. Oder war es Düsseldorf? Auf jeden Fall, ich glaube, Düsseldorf, Berlin oder München. Und ich habe mich dann für Berlin entschieden, auch vor allem, weil ich hier schon meine Freundinnen hatte und mich total darauf gefreut habe, die öfter sehen zu können, weil ich sie total vermisst habe. Und ich hatte einfach total Bock auf Berlin. Berlin war schon immer für mich eine Stadt, wo ich gerne war und die mir einen guten Vibe irgendwie gegeben hat. Und ja, so bin ich dann hierher gekommen und das war auch eine Nacht- und Nebelgeschichte. Ich glaube, ich habe innerhalb von 2 Wochen meine Wohnung finden müssen. Hatte dann Glück, dass ich über Connections meine Wohnung gefunden habe, die in Prenzlauer Berg ist und die schweineteuer war. Aber das war mein erstes Mal alleine und ich kann euch nur sagen, ich habe es geliebt. Ich habe zwar mehr für die Wohnung bezahlt, als ich verdient habe zu der Zeit. Aber ich benutze jetzt übrigens Master Strobing Liquid von Maybelline in der Farbe Nude. Liebe ich, ist sehr, sehr subtil, das Highlight. Aber ich habe wirklich jede Sekunde geliebt. Ich habe die Wohnung geliebt. Das war, ich weiß nicht, es war zwar eine Einraumwohnung, aber ich habe mich so wohl gefühlt und da muss ich auch ein ganz, ganz großes Lob an die Mädels von Tether Jade rausgeben, weil die haben mir bei der Einrichtung geholfen. Die kamen nach dem Tag des Umzugs sofort zu mir und haben mit mir den ganzen Tag aufgebaut, umgeräumt, eingerichtet und so weiter, dem sich so eine Mühe gegeben. Und am Ende des Tages saß ich in meiner Wohnung und dachte, oh Gott, nicht, dass ich mich irgendwie komisch fühle so alleine. Und ich habe mich so wohl gefühlt. Man muss auch dazu sagen, sie haben in der ersten Nacht beide bei mir geschlafen. Aber trotzdem, ich habe mich so wohl gefühlt und wirklich bis zu meinem Auszug, jeder, der in die Wohnung kam, meinte,
boah, das ist so eine richtig gemütliche Atmosphäre einfach. Und das klingt jetzt wahrscheinlich für viele komisch, aber manchmal vermisse ich es schon, weil es wirklich eine tolle Zeit war, für mich voll der Umschwung. Es hat sich gut angefühlt, ich habe mich wohl gefühlt und ja, ich denke sehr, sehr oft dahin zurück, auch an die Lage und das war echt eine tolle Zeit. Ich trage jetzt von Maybelline den Fit Me Concealer auf in der Farbe 20 und den trage ich mir unter den Augen auf, hier am Nasenrücken, ein bisschen über der Lippe und unter den Brauen und ich verteile das Ganze mit einem Beauty Blender. Ja, ich habe dann, ich glaube ein Jahr, habe ich in der Wohnung gewohnt. Und dann haben Pavel und ich uns dazu entschieden, zusammenzuziehen. Und beziehungsweise ich habe mich entschieden oder wir haben entschieden, dass ich zu ihm ziehe. Das war auch eine kleine Wohnung, aber es hat auf jeden Fall erstmal gereicht. Die Entscheidung ist gefallen, weil ich zu der Zeit Vollzeit als Angestellte gearbeitet habe und Vollzeit YouTube gemacht habe und wirklich kurz vor Burnout war. Also ich konnte irgendwie einfach nicht mehr. Der Concealer lässt sich irgendwie gerade mit Beauty Blender nicht so gut verteilen, deswegen benutze ich jetzt so ein Pinselchen hier und verteile das mit dem Pinsel. Jedenfalls ja, musste ich mich entscheiden, was mache ich. Ich musste mich für eins entscheiden, beides konnte ich einfach nicht mehr machen. Und ich habe gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Schule beendet, mein Studium beendet, ich hatte berufliche Erfahrung und kann im Prinzip jederzeit in so eine Position zurückkehren. Aber YouTube ist einfach so was Spezielles, Individuelles, von dem man nicht weiß, wie lange es das noch gibt. Ich meine, ich drehe seit 2009 richtig Videos und seitdem macht es mir so einen Spaß und es hat mir auch bis zu diesem Zeitpunkt so einen Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht aufgeben. Das ist mein Baby. Ich liebe diese Community, die ich habe. Alle Leute, die ich kennengelernt habe, waren bis jetzt cool. Ich habe unter meinen Zuschauern und Followern Freunde gefunden und das war für mich das Allergrößte, weshalb ich gesagt habe, ich kann das nicht aufgeben, weil damit identifiziere ich mich 100%. Das ist meine Passion, meine Leidenschaft und deswegen habe ich mich dann für YouTube entschieden, für eine Selbstständigkeit. Und das bedeutet aber, oder hat dort bedeutet, dass ich erstmal richtig im Risiko gelebt habe, weil YouTube ist nicht so, dass es einem einfach so Geld zuwirft, sondern man muss sehen, wo man bleibt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, die Wohnung, die ich hatte, war einfach zu teuer. Ich konnte das nicht halten. Und deswegen haben wir uns einfach auch aus finanziellen Gründen und weil wir natürlich auch wollten, entschieden, dass wir erstmal in die kleine Wohnung zusammenziehen. Ich sette jetzt ganz schnell meinen Concealer mit dem Rodial Baking Powder und benutze dafür aber auf jeden Fall meinen Beauty Blender. Ja, und seitdem habe ich mit Pablo dann in der Wohnung gewohnt. Das hat auch erstmal eine Zeit lang vollkommen ausgereicht, muss ich sagen. Aber dadurch, dass ich auch in der Wohnung dann gearbeitet habe und gewohnt habe und ich Pablo auch irgendwie noch Freiraum geben wollte, haben wir gesagt, okay, wir schauen uns nach was Größerem um, wo einfach jeder auch ein bisschen Zeit für sich haben kann. Er Fußball gucken kann und ich aber trotzdem arbeite oder was auch immer. Und ja, so sind wir dann in dieser Wohnung gelandet und seitdem habe ich auch nicht mehr alleine gewohnt und werde es hoffentlich auch nicht mehr. Aber ich kann euch nur sagen, falls ihr Angst habt vor diesem Alleinewohnen, ich glaube, nicht jeder ist der Typ dafür, aber ich persönlich kann es euch nur empfehlen. Ich habe das total geliebt, ich habe das genossen, meine Me-Time zu haben. Ich konnte jederzeit machen, was ich wollte. Ich konnte baden, ich konnte den ganzen Tag Videos gucken, an einem Sonntag Serien gucken, meine Mädels einladen. Ich meine, natürlich kann ich das auch so noch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und halt einfach, man muss sich auf niemanden einstellen oder Kompromisse oder so finden. Und wenn man nicht alleine sein möchte, dann geht man halt zu seinen Freundinnen, trifft sich bei denen oder geht raus, was auch immer. Aber ich persönlich fand, es war einfach eine richtig tolle Erfahrung, weil es mich so viel mehr hat selbstständig werden lassen und irgendwie findet man auch zu sich selbst. Es ist ja so eins meiner Lieblingsthema, so dieses zu sich finden, eins sein mit sich und rein sein
Und ich weiß nicht, ich habe einfach viel mehr zu mir gefunden wirklich in dieser Zeit und deswegen will ich das auf jeden Fall nicht missen. Wenn ihr euch fragt, was ich da gerade tue, ich benutze einen flüssigen Bronzer. Der ist von Perricone MD und nennt sich No Bronzer Bronzer. Den habe ich auch irgendwo in einem Video gesehen von einer amerikanischen YouTuberin. Und ich fand den Look so schön an ihr. Ihr wisst, ich liebe eh Cremeprodukte und so weiter, deswegen musste ich das ausprobieren. Und ich verblende das Ganze mit dem Beauty Blender. Ich finde, das geht am schnellsten und am besten mit diesem Produkt jetzt speziell. Ja, also, ich kann euch alleine wohnen nur empfehlen persönlich. Ich finde, dass das auch einfach den Charakter total formt und euch das auch einfach gut tut. Man muss auch nicht immer mit jemandem zusammen wohnen oder an sich auch mit jemandem zusammen sein. Klingt jetzt blöd in meiner Situation, aber es ist einfach so. Ich finde, das ist so ein krasser Druck, der immer auf einem lastet. Ich merke das auch bei meinen Freundinnen, dieses jeder hat einen Freund, heiraten, Kinder und so weiter. Und es gibt eben immer noch Singles mit 25, 30, 35, 40 und so weiter. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich finde das so krass, dass das irgendwie so ein Druck besteht und teilweise man von oben herab angeschaut wird, was, du wohnst alleine, du bist Single und so weiter. Es gibt Leute, egal ob Mann oder Frau, die sind vollkommen fein damit. Die brauchen das nicht. Und das ist auch okay so. Jeder darf machen, was er möchte. Und ich finde, die Gesellschaft sollte einem sowas nicht so aufzwingen. Weil, wie gesagt, ich finde, man nimmt sich gerade heutzutage viel zu selten Zeit für sich selbst und auch einfach, um zu sich selbst zu finden. Weil ich finde eh, eine Partnerschaft funktioniert nur, wenn man rein mit sich selbst ist, bevor man irgendwie jemand anderen in sein Leben lassen kann. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich versuche jetzt hier gerade mal meine Nase so ein bisschen zu konturieren. Aber das sieht irgendwie aus, als wäre ich im Kindergarten und würde versuchen, etwas Schönes zu malen. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, aber egal, wie ihr lebt und was ihr entscheidet, das ist okay so, das ist richtig so für euch. Jeder lebt sein Leben einfach anders, aber wie gesagt, wenn ihr eine Bestärkung braucht, macht's. Macht's auf jeden Fall, ich kann es euch nur empfehlen, ich fand's toll und mir hat es super viel gebracht. Ich trage ein Blush auf, das habe ich mir, muss ich ehrlich gestehen, bestellt aufgrund von Estée Lalonde. Bei der sah das so schön aus, ist auch von Lancôme ein Cushion Blush. In der Farbe Splash Coral 32 und das sah ihr so schön aus, aber ich muss euch vorwarnen, das ist so stark pigmentiert, da muss man richtig aufpassen. Ich überlege, ob ich es vielleicht sogar hier mit auftrage, mit diesem, wie heißt der? Expert Face Brush. Nur ganz, ganz wenig. Seht ihr, wie stark das pigmentiert ist? Also da braucht man ganz, ganz wenig. Ja, ich glaube, ich habe jetzt genügend zum Thema alleine wohnen gesprochen. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen persönlich. Vielleicht nochmal zu meinem Studium. Ich habe das auf jeden Fall schon in FAQs und so weiter beantwortet, aber ich habe Anglistik studiert und ich habe angefangen, auch noch Mathematik zu studieren. Warum? Nicht, weil ich so gut in Mathe war, sondern weil ich mich entschieden hatte, in Entwicklungsländern zu arbeiten. Und ich fand Bildung, Mathematik und Englisch einfach am sinnvollsten. So. Und dann habe ich angefangen, beides zu studieren. Anglistik fand ich toll. Mathe war eine absolute Katastrophe. In jeder blöden Scheißklausur 75% Durchfallquote. Die schlauesten Nerds sind durchgefallen, hatten eine schwere Zeit und das war einfach so ein Psychodruck, dass ich das echt richtig kacke fand und gesagt habe, nee, da habe ich keine Lust drauf. Ich benutze jetzt übrigens von L'Oreal diese neue Pomade in der Farbe Chaton, glaube ich, 103. Kommt hier auch mit so einem Bürstchen, was ich tatsächlich ganz gut finde, die finde ich meistens eher Schrott. Und ich versuche jetzt mal meine Augenbrauen damit auszufüllen, weil ich komme mit Pomaden meistens nicht so klar, weil die schnell nicht ganz so natürlich aussehen.
Ja, jedenfalls habe ich gemerkt, ich konnte diesem Druck einfach nicht standhalten. Und auch wenn das übergeordnete Ziel eigentlich toll war und ich vor Augen hatte, auf jeden Fall, ich konnte das einfach nicht mehr. Und habe mich dann entschieden zu wechseln und ein weiteres Studienfach anzufangen. Und zwar Gesundheit und Ernährung. Hat mir wesentlich besser gefallen als Mathematik. Witzigerweise war ich sogar in Chemie die Beste. Und Chemie war in der Schule früher richtig, richtig Katastrophe bei mir. Aber vieles danke ich auch meinen tollen Lehrern in der Schule, die absolut beschissen waren. Ich habe dann mein Studium beendet und habe dann überlegt, was will ich machen. Ich glaube, vor dieser Entscheidung stehen sehr, sehr viele von euch. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass man gar nicht weiß, was man machen will. Überhaupt erstmal, was man studieren möchte und sowieso und überhaupt. Ich benutze jetzt von Sante Tinted Brow Talent in der Farbe Brownie. Ich kann persönlich sagen, dass heutzutage bei vielen Menschen, die ich kenne, das Studium nicht 100% wichtig war. Also man musste nicht Kommunikationswissenschaften studieren, um dann in der PR zu landen oder was auch immer. Oder BWL studieren, um im Management zu landen. Natürlich muss man am besten Medizin studieren, um Arzt zu werden oder Psychologie, um in die Richtung zu gehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt einfach viele Studiengänge, wo viele Wege nach Rom einfach führen und wo man im Prinzip sagen kann, okay, ich habe auf jeden Fall ein Interesse daran, ich kann das studieren, aber ich kann mich danach auch vielleicht noch für einen anderen Zweig entscheiden. So wie das bei mir der Fall war. Ich benutze jetzt von Maybelline On & On Bronze diesen Creme-Lidschatten. Davon benutze ich aber nur ein ganz klein wenig. Einfach um so ein bisschen goldige Farbe auf dem Lid zu haben. Und ich gebe das erstmal aufs bewegliche Lid und blende das dann so ein bisschen nach oben. Um das Ganze so ein bisschen aufzuwärmen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und gerade wenn ihr nur ganz wenig auftragt, dann kriegt es auch nicht so in die Lidfalte. Aber ihr könnt natürlich, wenn ihr dolle Probleme damit habt, auch eine Eyeshadow Base drunter tragen. Ja, jedenfalls bin ich dann in der PR gelandet und bin dann von dort, ich habe ja wie gesagt Gesundheit und Ernährung studiert, ins Online-Marketing gekommen und habe im Food-Bereich gearbeitet. Und das hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, aber in der Zeit, wie gesagt, habe ich YouTube immer ernster genommen, kann man nicht sagen, aber es wurde einfach immer professioneller, immer zeitaufwendiger und mehr Firmen kamen dann auch auf mich zu und meinten, hey, wollen wir nicht arbeiten zusammen? Und ich konnte einfach oft nicht zusagen, weil ich einfach keine Zeit hatte und so habe ich mich dann dafür entschieden, YouTube als Hauptberuf zu machen. Und auch wenn es ein 24/7-Job ist, ist es der beste Job der Welt und das Krasse ist einfach, dass ich diesen Job euch zu verdanken habe und das ist so komisch irgendwie, aber auch irgendwie super cool und deswegen habe ich schon tausendmal gesagt, aber an euch geht der meiste Dank. Ich feiere das einfach so, dass wir so eine coole Community sind. Auch letztens habe ich einige von euch gesehen und es war so cool, mit euch zu quatschen. Es ist einfach immer so freundschaftlich, völlig locker und als würde man sich schon voll lange kennen und das finde ich richtig cool. Ihr müsst mir jetzt vertrauen, ja? Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich die Looks aus meinen letzten Videos nachschminke, auf denen meine Augen so ein bisschen glossy aussehen. In den Videos habe ich immer diesen Lidschatten drunter getragen, aber, jetzt werdet ihr bestimmt geschockt sein, einen Lipgloss drüber. Ja, in dem Fall hier benutze ich von Yves Saint Laurent den Gloss Volupté. Ihr könnt auch irgendeinen klaren Gloss nehmen, der ist jetzt hier so ein bisschen rosé, das mag ich ganz gern. Und ich gebe davon nur ein bisschen komplett über diesen Creme-Lidschatten und ich hoffe so sehr, dass ihr das erkennen könnt, aber das gibt euch wirklich den allerschönsten Shine und Gloss und ich trage das sehr, sehr, sehr gerne. Also ihr müsst so ein bisschen ausprobieren, wie der Gloss von der Konsistenz ist. Der darf nicht zu klebrig sein und nicht zu dünn, sodass man ihn zwar sieht, aber er sich nicht so in die Fältchen absetzt. Aber auch hier wieder, wenn ihr eine schöne Eyeshadow Base drunter gebt, dann hält er wirklich auch den ganzen Tag. Ich habe den auf sämtlichen Events schon getragen. Wurde immer gefragt, was ist das für ein Lidschatten da?
Und ich finde, jeder von uns hat wahrscheinlich ein Lipgloss zu Hause. Man kann es mal probieren. Ich denke mir, warum das Ganze immer so ernst nehmen? Einfach mal ausprobieren. Ich finde es witzig, ich finde es gerade irgendwie cool. Es ist auf jeden Fall nicht für jeden was, aber ich finde es irgendwie, es ist so das gewisse Etwas und passt irgendwie auch gut zu dem Look, den ich mir so vorstelle. Bevor ich mein Mascara auftrage, benutze ich immer ein Setting Spray. Das mache ich deswegen, weil wenn ich es danach auftragen würde, landet der Mascara sonst wo. Und dann benutze ich immer so ein kleines Kärtchen, damit das Ganze ein bisschen schneller trocknet. Manchmal hat man auch so größere Spritzer von dem Spray. Dann benutze ich einfach meinen Beauty Blender und blende das Ganze so ein bisschen zusammen, dass sich da nicht so ein Tropf bildet, weil manchmal sieht das dann aus wie so verspiegelt oder so. Ich hoffe, ihr habt die Kombo auch alle so doll vermisst wie ich. Meine geliebte Mascara-Kombination aus den zwei L'Oreal Mascaras. Ich gebe als erstes auf die Volume Million Lashes Soft Couture Mascara und erzähle euch so lange etwas zum Thema Auslandssemester. Das hat auch ganz, ganz viele interessiert. Und das sage ich wirklich jedem Student, den ich kenne. Ich kann euch nur empfehlen, macht es. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es auf jeden Fall. Ich finde, Auslandssemester ist das Beste vom ganzen Studium gewesen. Ich habe mein Auslandssemester in Korea gemacht. Das war wirklich time of my life. Ich habe das so geliebt. Ich habe mein kleines Zimmer geliebt. Ich habe meine Dozenten geliebt. Lieber nicht, aber ich fand sie toll. Und ich fand Seoul toll, ich fand meine Freunde toll, das Essen, alles, wirklich die ganze Zeit. Ich habe es so genossen und ich vermisse es auch total. Ich will unbedingt dorthin zurück und ich habe einfach so viel gelernt. Und auch hier, das ist wieder so eine Phase, in der man super selbstständig wird und total zu sich findet und auch so ein bisschen merkt, was man wirklich auch für einen Charakter hat. Von manchen Charakterzügen weiß man vielleicht vorher gar nicht oder kann die noch irgendwie besser ausarbeiten. Und ich fand das einfach wirklich, wirklich toll. Und was ich auch echt cool finde, ist, dass je nachdem, wo ihr hingeht, es Auslands-BAföG gibt. Und das Auslands-BAföG wird nochmal anders vergeben als das normale BAföG in Deutschland. Also da müsst ihr euch auf jeden Fall mal informieren. Teilweise in Korea gab es echt viel BAföG und ich glaube, in den USA gab es super wenig bis nichts. Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall weniger. Aber in Korea gab es eben mehr und auch für mehr Leute, als man denken würde, wenn es jetzt um normales BAföG geht. Und ich kann wirklich sagen, ich habe halt dafür gespart, aber das hat sich so, so sehr gelohnt. Und ich denke mir, wenn ich das nicht gemacht hätte, mir würde wirklich so, so viel fehlen. Und man lebt nur einmal. Und ich denke mir, dann spare ich das Geld und habe das Geld dann dafür ausgegeben. Aber das will ich mit nichts tauschen. Ich benutze jetzt von L'Oreal den Forward Slash Schmetterling Sculpt Mascara, der mir ultimative Länge gibt und Schwärze. Also ich weiß gar nicht, was ich großartig dazu sagen soll. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe damals auch ja schon Videos gedreht, natürlich. Und es gibt auch Vlogs aus Seoul, aus Korea, auch aus Busan, also den anderen Städten, die ich besucht habe. Ich war dann nachher ja auch auf den Philippinen Weihnachten und Silvester mit einer meiner koreanischen Freundinnen. Und das war auch Erlebnis meines Lebens. Auf jeden Fall, ja, ich kann es euch nur empfehlen. Okay, und als letztes natürlich noch die dunkle Lippe. Da trage ich jetzt erstes auf den Manhattan Extreme Last Lip Liner in der Farbe 94N. So, und jetzt kommen wir zum letzten Produkt und zwar von Essence tatsächlich. Ultra Last Instant Color Nummer 20. Rich Mahogany heißt die Farbe. Das ist ein richtig schöner, dunkler Rot-Braun-Ton. Den gebe ich mir so direkt auf, verteile das so ein bisschen und dann nehme ich noch mal ein bisschen auf meine Hand und arbeite das so richtig in meine Lippe ein. Und dann wird es wie so eine Art Stain und verteilt sich, finde ich, auch ein bisschen gleichmäßiger.
Und das ist der fertige Look und damit beende ich dieses Style and Talk Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, ob ihr solche Videos öfter sehen wollt oder ob ihr sagt, oh Gott, viel zu lang, viel zu viel geredet. Lasst das bitte, dann war es das erste und letzte Mal. Bei mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und mir macht es auch Freude, das mit euch zu teilen. Deswegen würde ich es auf jeden Fall gerne nochmal wiederholen. Aber natürlich nur, wenn ihr das auch wollt. Und ich hoffe auch, dass der Look euch gefällt und ihr vielleicht das ein oder andere Produkt austesten wollt. Ich habe auf jeden Fall auch noch einen Rabattcode, den blende ich euch hier ein. Den könnt ihr auf jeden Fall benutzen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!